Hallo meine deutschsprachige Freunde, ich habe gedacht, ich werde gerne euch zeigen, wie ich ukrainische Nationalgericht Borsch koche. Meine Gedanken darüber waren, während der Quarantänezeit Zeit zu nutzen und bei Borsch kochen braucht man tatsächlich viel Zeit. Es heißt, wenn wir alles klein schneiden, wenn wir alles einbraten und kochen, ich schätze 2,5 Stunden auf jeden Fall. Ich habe auch eine coole Maschine. Diese Maschine hilft mir auch zu schneiden. Das ist so eine Bosch-Schneidemaschine. Deswegen wird das schneller. Und jemand, der gerne ein bisschen mehr Zeit verbringen wollte, konnte das alles nicht mit der Maschine, sondern per Hand schneiden. Das wird natürlich auch dann deutlich länger. Letztes Mal habt ihr gesehen, ich habe auch Borsch gekocht und ich habe so einen großen Topf gekocht und dafür habe ich fast 3 Stunden gebraucht und da habe ich dann danach 6 Mahlzeiten. Was für Zutaten brauchen wir für den Borsch? Auf jeden Fall Zwiebel, Knoblauch, Möhren, Petersilienwurzeln, Sellerie, Kartoffel, Kohl, Tomaten und Paprika. Natürlich auch viel Kräuter. Nehmen wir Dill und Petersilie. Ich hoffe, habe ich rote Beete gesagt. Wenn nicht, dann sage ich das hier jetzt. Rote Beete. Das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall und das macht auch Borsch diese Farbe. Ukrainer mögen rote Beete, heißt Buryak auf Ukrainisch. Wichtig ist zu entscheiden, ob wir Borsch vegetarisch, während der Fastenzeit meistens, oder mit dem Fleisch kochen werden. Das gibt es auch unterschiedliche Rezepte. Mein Rezept stammt von meinem Opa, väterliche Seite. Und der hat das alles mit dem Fleisch gekocht und meine Oma, väterliche Seite, hat auch Rezept während der Fastenzeit, Postny Borsch. Das war ohne Fleisch und sie hat das mit den Bohnen gekocht. Aber wir kochen auch mit dem Fleisch. Und das ist die Frage, welchem Fleisch. Ukrainer sind meistens Schweinefleischfresser, aber muss man nicht unbedingt deswegen Borsch auf dem Schweinefleisch kochen. Ich nehme zum Beispiel so eine dicke Scheibe Rinderkotelett. Da rein in den Topf, die Pfefferkörner werde ich auf jeden Fall in den Topf tun und auch zwei Lorbeerblätter. Genau, Lorbeerblätter. Da muss man auch rein tun, 2 Stück. Ich werde das mit kaltem Wasser aufkochen. Die ganze Schaum muss er natürlich auch wegtun. Und dann werde ich das aufkochen und in der Zeit werde ich alles anbraten. Was nicht anbraten sollte, ist Kartoffeln und natürlich auch Weißkohl. Das Geheimnis von Borsch ist, dass wir müssen fast alle Zutaten einbraten, aber wichtig ist, separat das zu machen. Es heißt, wenn ich zum Beispiel Zwiebel einbrate, dann muss ich auch Zwiebel auch in eine separate Schüssel tun. Dann brate ich Karotten, tue ich dann in der gleichen Schüssel. Ich salze das nicht während der Einbraten, sondern ich werde das danach mit dem Vigetta, das gefällt mir auch deutlich mehr, weil es auch ja, ist vielleicht mit Geschmackverstärker, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall nie Salz in reine Form. Da tue ich 1 Löffel Balsamico und 1 Löffel Zucker. Und dann, das ist interessant, kann ich das alles rühren. Und wenn alles angemischt ist, dann muss auch Fleisch wegtun. Auch Lorbeerblätter auch. Das ist mein beste Wort jetzt momentan, Lorbeerblätter muss auch raus. Dann tun wir diese alles rein, all die ganze Gemüse und bevor auch Kartoffeln geschält und klein geschnitten, auch Kohl so richtig schön auch so in der Streifen, da kommt alles rein. Und auf jeden Fall, wenn wir das schon alles im Topf gehabt haben, ich mache dann auch eine Tomaten-Paprika-Paste. Ich passiere die 2 Fleischtomaten mit dem heißen Wasser, dann nehme ich die Haut weg und in der Zeit wird das auch 2 Paprika klein geschnitten und wenn jemand scharf möchte, dann vielleicht so ein bisschen Chili dazu. Für das säuerliche Geschmack der Paste werde ich dahin eine Limette pressen. Ein bisschen salzen und pfeffern, mache ich das als Paste. Die kann auch mit Mixer oder mit der Maschine auch so alles klein machen. Noch ein bisschen Dill, Petersilie klein schneiden, auch rein. Alles anrühren
Und wenn das auch Kartoffel schon gekocht ist und dann Kohl ist dann auch, dann tue ich diese Tomatenpaste rein, dass die alles aufkochen und das war's. Man fragt, was eigentlich mit dem Fleisch, was wir rausgenommen haben. Einfach klein schneiden und dann wieder in den fertigen Eintopf reintun. Es ist wichtig, dass der Borsch am Ende so aussieht, dass er so einen Löffel da rein tut, dass dieser Löffel da bleibt und nicht kippt, also steht im Prinzip. Und sehr wichtig, Borsch muss auf jeden Fall Nacht oder einen Tag einfach stehen. Der zieht auch Geschmack und dann schmeckt er dann am besten. Das war Danilo und wir haben das heute zusammen Borsch gekocht. Ich habe gedacht, dieses Rezept, mein Familienrezept, kann ich auch gerne teilen. Wir sehen jetzt, wie das alles so schön aussieht mit dem Schmand. Und auf jeden Fall Brot mit Salo, Speck und Knoblauch. Und das ist eine mit, klar, Wodka oder irgendwie so etwas brennt, so ein Schnaps. Und das schmeckt perfekt. Und was sagen die Ukrainer dazu? Smacznogo. Ich wünsche euch alle, gesund zu bleiben. Bald werden wir tatsächlich nicht online, sondern vielleicht zusammen kochen und zusammen essen. Ich liebe euch alle.